Ah, hallo und schönen guten Abend. Ich habe euch heute natürlich wieder eine Geschichte aus Hardcore Ladder 2 mitgebracht. Geschichte heute handelt von einer Sorg, deren Taktik nicht wirklich aufging. Die Geschichte heißt Die hüpfende Sorg. Oh ja, bei meiner Reise in Ladder 2 HC, da bin ich so manch kuriosem Spieler begegnet und nicht jeder von denen wurde mit einem Hirn gesegnet. Beim Terrorzone-Farmen in der Gruppe, da gibt es keinen wirklichen Trick. Man farmt einfach gemeinsam. Aber manche Vögel haben ihre ganz eigene Taktik. Eine Sorg, das weiß ich noch ganz genau, die war öfter dabei und hier nicht gerade sehr schlau. Ein nettes Wortspiel, vielleicht war das ihr Ziel, was mir gar nicht gefiel, weil sie durch ihren dummen Spielstil immer sofort auffiel. Zu Beginn schien es eigentlich so, als würde sie ganz normal mit uns farmen, auf unserem Niveau. Die Gruppe war am ersten Elite-Fighten und die Sorg sprang einfach weiter, aber auch nicht zum zweiten. Nein, zum dritten oder vierten, um alleine zu sein, für volle XP, da sagt sie nicht nein. Scheiß Taktik, denn für einen guten Verlauf und die volle XP haute sie zu schwach drauf. Als die Elite starben, war ein Großteil vom Team bereits schon vor Ort, so sah man's im Stream. Letztendlich hat sie sich eher selbst behindert und durch ihre dumme Taktik ihre XP gemindert. Dem lässt sich eigentlich nichts mehr hinzufügen, einfach eine scheiß Taktik. Und damit. Gute Nacht.